Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Part von Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Und im Moment sind wir noch in diesem Türmchen und Türmen. Nee, wir müssen sind in so einer Welt, wie heißt es, Viechi? Fichi, wie heißt du denn? Wo wir Cyana verfolgen müssen, also finden müssen, vor dem bösen Pokémon. Und weiter geht's. Was bisher geschah, kommt jetzt, oder? Nee, Yamatal E5 geht's weiter. Das Abenteuer forthast, wurden deine Schnellspeicherteilen gelöscht. Wenn du während einer Expedition das Spiel speichern möchtest, kannst du über Pause tun. So. Oh, die beiden Schlecken sind weg. Beziehungsweise sind irgendwo anders. Felina wurde besiegt, schade. Donnerwelle. Gut, Otti. Donnerwelle auf Quiekel. Und besiegt mit einem Donnerschock. Beide Felinas haben es leider verlassen. Wurden besiegt. Leider. So, Quiekel. Muggelhieb, ja, besiegt, gut. Dann, wo ist denn die Treppe? Da ist die Treppe. Weitergehen in E6. Ein neuer Film? Nein, eine Truhe. Geld ablegen. 87 Poké. Items ablegen, was hätten wir für Items? Na egal, ich einfach weiter, das passt schon. Mal weitergehen, ja. Yamatal E6. Toxipet hat Kraftband aufgehoben. Oh, wenn ich hier gerade schon. Da ist die Treppe. Schon sind wir im E7. Da ist ein Toxipad. Das wir besiegen wollen. Donnerschlag wurde aufpoliert. Und fliegt die Amokraft auch noch mit Donnerschock, konnte ich es locker fertig machen. Stimmt's, Pika, gut. Gut. Nicht angreifen, Elfen. Donnerschock auf Toxipet. Donnerwelle auf Toxipad. Zurück zu Keep. Und besiegt. Top Alexia. Gut. Das ist eine Piersiefbeere. Eine Piersiefbeere. Gut, Ochi. So, jetzt gehen wir den ganzen Weg mal wieder zurück. Paralysieren. Ich bin eingefroren, das ist dämlich. Und ich bin nicht mehr eingefroren, gut. Da ist die Treppe, wäre fast vorbeigelaufen. Bist du da, Otti? Ja, gut. Wir gehen ins E8. In die E8.
Da ist schon die nächste Treppe. Besiegen wir den noch schnell. Eine coole Box aufgehoben und wir sind jetzt E9. So, zwei Top-Elixier nebeneinander, das sieht man auch nicht so allzu häufig, außer vielleicht im Pokéwald. So, besiegt. Statuswerte sind wieder normal von Otti und da ist ein Laden. Da gehen wir nicht hinein. Sonst klauen wir noch auszusehen was und dann haben wir es wieder verkackt. Da habe ich keine Lust. Danke, nee. Schläft, lass mal schlafen. Also die Funktion leise dreht, da finde ich echt nicht schlecht. Also Blumen, dann hier lang. E10, ist das schon die Zielebene? Ja. Psyana, komm ich, echt, komm ich. Muhahaha, Mia, Schnurrgast, nicht ernsthaft. Dieses ledige Katze-Maus-Spiel geht mir sowas von euch. Schnurrhaare. Ich bin schon völlig außer Atem. Aber nicht mehr lange. Jetzt bist du fällig, du kleines Aas. Oje. Quah, 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 quah. Du hast gut reden, Schnurrgast. Als ob du ins Schwitzen gekommen wärst. Ich habe ihn doch bis in die Lunge läuft gerannt. Was ist denn das? Weiterentwicklung von Klibunkli. Wie heißt denn das? Ranunkel? Nee, Klibunkli. Ach, weiß ich nicht. Worüber... Toxicwalk, genau. Worüber beklagst du dich denn, Toxicwalk? Das bisschen Chuggen tut deine Linie doch ganz gut, oder nicht? Quahaha. Warum hast du denn zuletzt den Spiegel betrachtet, mein Dickerchen? Quahaha, und jetzt damit so her damit sofort. Drück alles raus, was du bei dir hast. Miaha, Schwein im Atem. Das Biest hört eh nicht auf dich. Lass uns einfach rasch flitzen, das geht schneller. Ah! Schnurrgast durchsucht sie ja nach Sachen. Mia! Was hast du denn? Dieses miese Kleine hat ja absolut gar nichts bei sich. Was? Sag mir der Sprache raus, du Schnäpfe. Wo hast du den Zuhörskarten versteckt? Wird's bald? Wenn du schweigen willst, dann prügeln wir etwas immer hier raus, Baller. Kapiert? Das wirst du bitter bereuen. Hm. Nicht so schnell. Otti ist nämlich da und Pika auch. Das Pokémon da drüben dürfte ja wohl Psyana sein. Keuch, keuch. Wir kommen aber noch rechtzeitig. Ja, es hat ihr Pfeifen, sagt schon. Ziggis, da ist unser Name. Wir sind hier, um Psyana zu retten. Wovon faseln diese Schwachköpfe da? Ich verstehe nur Bahnhof. Ach, wir können mal diesen Nervensägen. Lass es uns schnell über die Bühne bringen. Hahaha, wie heißt es schon schön? Wenn ich hören will, muss fühlen. Das haben wir gleich. Ganz meiner Meinung. Das muss, das muss. Let's battle. Gib acht, Pika. Sie hätten so einen Angriff an. Ich weiß zwar immer noch nicht, wer ihr Luschen seid, aber ihr habt eindeutig den falschen angelegt. Auf sie mit Gequake! Ja, ja, ja. Also erstmal mit einer Donnerwelle. Gut. Dann
Ein Donnerschock. Nochmal Donnerschock. Nochmal Donnerschock. Nochmal Donnerschock. Nochmal Donnerschock und Schnurgas ist besiegt. Donnerwelle. Paralysiert Toxiquack. Donnerschock. Gewissheit von Otti. Nochmal Donnerschock. Gewissheit von Otti. Donnerschock. Gewissheit. Nee. Aquaknarre. Nochmal Donnerschock. Und besiegt. Ja, wie schwer das auch war. Qua, qua. Qua. Mihaha. Diese Typen. Nehmen die Beine in die Hand und ab durch die Mitte. Die sind über außen vorbeigelaufen. Ja, Psyana. Hey Psyana, bist du unverletzt? Wir sind hier, um dich zu retten. Nachtara hat alles erzählt. Oh, ich verstehe. Der gute Nachtara. So, der gute ist die gute Mann. Es hört sich viel besser an, die gute Nachtara und nicht der gute Nachtara. Vielen Dank, dass ihr zu meiner Rettung vorgeeilt seid. Nun, ich habe schon bessere Tage gesehen, aber ansonsten geht es mir gut. Keine Sorge, von solchen Feuerklingen lasse ich mich doch nicht unterkriegen. Also, Mumm fehlt dir schon mal nicht. Das ist auf jeden Fall beruhigend. Ja, jetzt haben wir aber genug über mich geredet. Lasst uns schleunigst nach Rastatt gehen. Ich muss etwas überprüfen. Klar doch, worauf warten wir noch? Nachtara wird dich schon erwarten. Genau, auch schon erwarten wird sie dich. Und Pika hat Jamans Teil Prevo nochmal start. Möchte ich bisher ein Spiel schon speichern? Ja, und fortsetzen oder beenden. Wir beenden und stehen zurück ins Hauptmenü. Ja. So sicher spannend, was ist mit den beiden passiert. Doch das seht ihr nicht jetzt und nicht hier, sondern im nächsten Part. Auf Wiedersehen. Tschüss.